Märchenstunde. Es war einmal eine potthässliche Stadt namens Stuttgart. Und obwohl nie jemand jemals dahin wollte, hatten ein paar Bekloppte die Idee: Weißt du was? Wir bauen einen neuen Riesenbahnhof, aber unter der Erde, damit's teurer wird. Hui! Da wurden die geizigen Schwaben aber wütend. Jeden Montag rannten sie auf die Straße und sangen: Stuttgart 21, auf die fährt nicht. Wollt ihr denn, dass unser Herz zerbricht? Halt die Fresse! Dabei hatte die verwirrte Frau völlig recht. Der wunderschöne Stuttgarter Schlossgarten sah bald aus wie Köln 1945. Und sogar der arme Juchtenkäfer wurde mit einem Arschtritt aus der Stadt gejagt. Oben bleiben, schrien die Lehrer und Rentner auf der Straße. Und dafür blies ihnen die fiese, dicke Kröte Mappus die dritten Zähne aus der Runzelrübe. Und heute? Heute hat auch der letzte Dorftrottel begriffen, dass Stuttgart 21 nicht mehr zu retten ist. Aber leider, leider, liebe Kinder, ist 2013 ein Wahljahr. Und die böse Königin will einfach nicht zugeben, dass ihr tolles Prestigeprojekt die teuerste Scheißidee aller Zeiten war. Also wird im potthässlichen Stuttgart weiter unser Geld verbrannt. Denn so läuft das in Merkels Teletubbyland, wo sich alle ganz doll lieb haben und alles supi wird. Tabismusen! Was? Mich nicht an! 6 Milliarden!